Passend zum Anpfiff sind wir wieder da. Borussia Mönchengladbach gegen unsere Mühlenkreisauswahl. Also die Bielefelder gerade schon für den ersten Stimmungshöhepunkt in der Halle gesorgt. Und jetzt kommen natürlich die Mühlis und hier die erste Attacke von Marcel Reis, dem quirligen Spieler unserer Auswahl. Moritz, wie war der erste Tag für die Mühlis? Es war deutlich besser als das, was am Ende auf dem Papier steht, vom Gefühl her. Gute Leistung gezeigt im ersten Spiel, 3:0 verloren gegen die Bayern. Dann der Achtungserfolg gegen RB Leipzig, der 3:1-Sieg. Das war ganz, ganz wichtig für die Mannschaft. Zum Schluss dann nochmal mit 3:0 gegen Schalke verloren. Aber auch der Eindruck in diesem Spiel bisher sehr, sehr gut. Nächster Abschluss für unsere Mühlis durch Mo Toko. Allerdings erstmal geblockt, dieser Abschluss. Und die Gladbacher ja mit auch mit 2 Niederlagen in das Turnier gekommen. Gegen RB Leipzig mit 3:1 verloren. Gegen den HSV mit 2:1 verloren. Allerdings dann im Gegensatz zu den Mühlis nur ein Unentschieden gegen Mainz. Also die Gladbacher nur mit einem Punkt. Könnten die Mühlis hier also in der Abschlusstabelle vor den Gladbachern landen bei einem entsprechenden Ergebnis in diesem Spiel. Allerdings jetzt der Rückstand. Gladbach trifft mit der ersten Offensivaktion des Spiels. Timo Piel mit der Führung. Aber ja auch beim Sieg gegen die Leipziger der Rückstand für die Mühlenkreisauswahl. Deswegen Köpfe hoch, weiter im Spiel bleiben. Hier ist noch einiges drin, hier sehen wir es nochmal. Also frühe Rückstände, völlig normal. Gab es bisher, glaube ich, in jedem Spiel der Mühlis hier im Turnierverlauf. So, im Tor der Mühlis jetzt wieder William Repp, der gestern auch in der Kiste stand, als man Leipzig schlagen konnte. Tolles Spiel gemacht. Übrigens auch das Spiel, wie alle anderen auch, zu sehen auf dem YouTube-Kanal des Freeway Cups. Also wer noch mal in die Spiele von gestern reinschauen möchte, hat da die Möglichkeit zu. Der YouTube-Kanal des Freeway Cups, alle Spiele, alle Tore live im Netz. So, Gladbach aktiv. Die brauchen immer so ein bisschen, um richtig reinzukommen in das Spiel. Gerade jetzt heute Morgen nochmal. Ungewohnte Uhrzeit. Und gleich die hohe Intensität. So, Reis mutig. Reis mutig, schade. Starke Aktion. Linus Wirth hält diesen Ball. Aber genau das brauchen sie, dieses Rotzfreche, um hier erfolgreich sein zu können. Nächster Ballgewinn. Nächster angefrollt. Also Moritz, mutiger Beginn, oder? Definitiv. Der unglückliche Rückstand. Aber unsere Mühlis sind hier im Spiel. Machen das gut. Marcel Reis immer wieder mit seinen schnellen Antritten. Der Spieler vom FC Preußen Espelkamp. Das ist der Schussversuch von Kahn. Senderuhr. Auch das stark gemacht. Jetzt geht der Ball aber rüber und schlägt ein. Das war ein bisschen billig. Shaban Senku trifft für die Fohlen. Ja, dann wird das Brett jetzt immer ein bisschen dicker, was die Mühlis hier geboren haben. Gladbach würde sich damit vor die Mühle schieben, würde 4 Punkte für die Gesamttabelle mitnehmen. So, nächster Treffer, das geht jetzt sehr, sehr einfach. Luis Wehrmann trifft. Auch der Top-Torjäger der Gladbach am Ligabetrieb. 6 Saisontore gemacht. Damit bester Torschütze. So, hier sehen wir es von hinten rausgespielt. Wenig Gegenwehr. Der nächste Ball quergelegt.
Mühle ist defensiv gegen den Ball. Noch nicht ganz da. Jetzt heißt es einfach nur noch Erfolgserlebnisse sammeln, gute Aktionen, Zweikampfgewinne, vielleicht das ein oder andere Tor, um da möglichst viel Selbstvertrauen dann doch nochmal aufzubauen. Ja, ganz, ganz wichtig, ja, dass man irgendwie noch möglichst viele gute Gefühle sammelt, dass man dann eben nicht mit einer hohen Niederlage ins Achtelfinale geht. William Repp ist da jetzt mal zur Stelle. Gute Parade. Gewinner jetzt mal in der Vorwärtsbewegung. Möglichkeit vielleicht über die Bande. Allerdings dann nur ein Spieler der Gladbacher da. Die versuchen es direkt wieder. Mal gescheiter nächster Abschluss. Kommen irgendwie wieder an den Ball. William Repp. Stark pariert vom Keeper des FC Preußen Espelkamp. Verhindert er erstmal Schlimmeres. Schön gemachter Doppelpass mit sich selbst über die Bande. Bleibt dann allerdings hängen. Sima Ekinci. Gestern ja zweimal erfolgreich beim Sieg gegen die Leipziger. Und dann passiert es schon wieder. 4-0 für Borussia Mönchengladbach. Luis Wehrmann, der getroffen hat. Hier sehen wir es nochmal. Quergelegt, dann durch die Beine von William Repp. Das sind dann eben die Unterschiede, die es auf diesem Niveau gibt. Da wird jeder Fehler eiskalt bestraft. Und das merken die Mühlis besonders in diesem Spiel. Starker Ballgewinn jetzt zur Überzahl. Komm Jungs, klasse gemacht. Kanata Sendu. 1-4 Ehrentreffer. Ja, klasse. Für die Jungs schöne Erfolgserlebnisse. So, toller Ballgewinn mit Tempo, mit drei Leuten. Hätte er noch ein paar Optionen gehabt. Zieht aber ab mit vollem Selbstvertrauen. Und lässt da Linus wird dem Tor der Gladbacher keine Chance. Nächster Abschlussversuch. Also es geht. Das ist die Erkenntnis, die wir nochmal mitnehmen. Werden sich steigern müssen in Sachen Grundordnung. Werden sich steigern müssen in Sachen Spiel gegen den Ball. Das sind die Dinge, die gestern auch schon teilweise nicht so funktioniert haben. Sehr schwankend dann auch und den Mühlenkreis auf frei. Wäre natürlich auch mal sehr wichtig, dass man vielleicht nicht direkt am Anfang in Rückstand gerät. Rein. Und jetzt ist er bald schon wieder im Tor. Marcel Reis. Hat er sich verdient. Definitiv. So, 2-4, noch 2,5 Minuten. Kommt dann nochmal Musik rein. Auch hier wieder Durchsetzung stark. Der pure Wille an der Bande durchgesetzt. So, Blick hochgenommen. Abpraller, Reis war da und dann buxierte das Ding über die Linie. Mit Kuss aus Wappen. Ah,
Hat er da das Volksbank-Logo geküsst? Also zufriedener Kunde. So. Also das gibt doch Rückenwind. Halle merkt das auch dann mit dem Fehler, aber bügelt das selber wieder aus, indem er mit dem Schienbein den Ball noch ums Tor lenkt. So, weiter geht's. Druck machen. Gladbach unter Vollstrom setzen, jetzt wichtig. Ja, etwas so ungestümter Einsatzfreistoß für Mönchengladbach. 1,5 Minuten noch. Und dann spielen sie es wieder gut. Gefühlt, wenn sie das Tempo anziehen müssen. Hier das Tor für die Gladbacher. Und der Treffer für die Mühlis. 5-3. Jetzt wird es völlig wild. Sehen wir jetzt hier nochmal. Wunderbar durchgesetzt. Hat sich der Keeper tierisch aufgeregt über dieses Gegentor. Uns ist hier gerade der Laptop abgerauscht mit den Aufstellungen. Wir erreichen die den Torschützen gleich nach. Die Nummer 5 der Mühlenkreisauswahl. So, während die Gladbacher kommen mit dem 6:3. Also ganz wildes Spiel hier. Kerem Gürsey. Erfolgreich, eben für die Mühlenkreisauswahl. Hier sehen wir nochmal das Tor der Gladbacher am Langforsthausspiel. Ja, jetzt hat man aufgemacht. Timo Piel. Sehr offen. Erfolgreich. Also, das sah lange nicht so aus. Jetzt war es aber dann doch noch eine tolle Leistung. 6:3. Klar, zu löchrig, aber mutig nach vorne, erfolgreich nach vorne.